Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance, dem Hansemann sein DLC. So, wir brauchen Kohle. Und zwar wirklich Kohle, nicht irgendwie Geld, sondern Kohle halt. Kohle im Sinn von Kohle. Haben wir hier vielleicht irgendwo Kohle? Nein, aber Rübe waschen haben wir, das ist schon mal nicht schlecht. Und jetzt muss ich mal gucken, müssen wir schlafen? Nein, müssen wir aber am besten Willen nicht. Halt, ich muss aber gucken, wie spät ist es? Ist mitten in der Nacht. Ja, Kohle, wir brauchen einen Köhler. Ich denke, die Hühner, beziehungsweise diese Eier, die wir irgendwie austauschen sollen, die triggern in dem Sinne erst, wenn wir Kohle haben. Also sprich, das soll wahrscheinlich da vorm Käfig stehen und dann können wir aufmachen, dann sind da die Eier drin. Das ist zumindest meine Hoffnung. Das würde jetzt heißen, wir müssen mal auf der Map gucken, wo haben wir hier Köhler. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal gehört habe im Laufe dieses Spiels von irgendjemandem, Köhler sind dort, wo Wasser und Wald ist. Das heißt, wir müssten eigentlich so ein Lager irgendwie finden, wo eben Wasser und Wald ist. Zum Beispiel hier. Sollen wir ja mal hinreiten? Ist zwar mitten in der Nacht, aber mein Gott, kann man ja trotzdem tun. Weil ich werde jetzt nicht ewig hier nach Kohle suchen. Das muss ich auch sagen. Es gibt dann auch einen einfacheren Weg, nämlich wenn wir ihm diese 4000 Kröten da geben, dann sollten wir ja eigentlich das Rezept auch bekommen. Weil wir sollten nicht vergessen, das ist ja nur ein Rezept. Also ich ahne Schreckliches. Wahrscheinlich müssen wir dann tatsächlich noch irgendwie selber, wie komme ich denn jetzt darüber, irgendwie selber das Zeug zusammenbrauen. Moment, ich baue nochmal die Map. Wie komme ich denn hier rüber? Wo muss ich genau hin? Nach da unten. Ach, wisst ihr was? Das können wir eigentlich auch mit Schnellreise machen. Oder ist das weiter? Das ist eigentlich fast weiter. Wir müssen hier rüber. Okay, machen wir eine Schnellreise dahin. 5 Meter, 20 Zentimeter. Das geht gar nicht. Jetzt geht's doch nicht mehr. Halt! Come on! Mach Schnellreise. Jetzt! Okay. So, dann sind wir wenigstens in der Nähe der Brücke, beziehungsweise in der Nähe von diesem Übergang. Und dann werden wir das natürlich gleich mal ausnutzen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich einfach geradeaus. Nachspiel. Hast du die Brücke gefunden? Come on. Das hatte ich gestern schon mal, dass es wieder ewig geladen hat. Keine Ahnung, woran das liegt. Das gab es im Hauptspiel schon ein, zwei Mal. Da hat es geladen. Ja, also als gäbe es kein Morgen mehr. Jetzt ist es gerade wieder dabei. Und das nach einer Schnellreise. Es lädt ja nicht mal einen Spielstand. Wenn ich das gewusst hätte. Wir wären wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist gut. Wir wären auf dem Rücken des Pferdes, auf dem Rücken von Burak. Wesentlich schneller gewesen. Dumm, die dumm, die dumm, sonst so. wenn wir jetzt die Kohle haben, dann eben, dann kommen die Hühner dran, beziehungsweise die Eier. Und danach müssen wir irgendwas im Badehaus mit dem Wasser machen. Es ist schon nicht ohne, was wir hier alles tun sollen. Deswegen eben auch meine Überlegung, ob wir das nicht vielleicht besser mit Geld regeln, das Ganze. Dafür müsste ich aber, dafür müssen wir nochmal nach Pribislavitz hoch. Zur Kiste, da haben wir mehr als genug Geld drin. Also reichen würde das dicke. Aber eben, da müssen wir wieder da hoch. Und im Prinzip, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch kaufen kann. Das müsste zwar funktionieren, oder nicht? Ich weiß nicht. Ein romantischer Ausritt unter dem Mond. Beziehungsweise im Mondlicht. Herrlich. Das kann, glaube ich, nur dieses Spiel. Zumindest, in so einer Schönheit. Reite ich hier eigentlich soweit richtig? Ich weiß halt am besten nicht mal, ob das Köhler sind da hinten. Also das sind sicher irgendwelche Holzfäller. Aber da ist Wasser. Ist das hier? Das müsste sogar hier sein. Nee, ich sehe keine Köhler. Köhler haben ja solche kochenden sozusagen Zelte. Sehe ich das richtig? Habt ihr vielleicht trotzdem irgendwie Kohle? Kann ja sein. Einfach so, dass ihr mal Kohle gehandelt habt oder so. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Wegen Ratai. Nein, das funktioniert so definitiv nicht. Lebe wohl. Wir machen noch einen Versuch und sonst machen wir das anders mit dem Geld. Wo haben wir nochmal so ein Lager? Wenn wir hier mal gucken, da ist ein Totenschädel. Das Lager ist mir fast zu wenig nah hier irgendwie am Wasser. Hier haben wir Neuhof. Hier ist sonst irgendwie nichts an Lager. Ich wüsste jetzt auch nicht auswendig, wo das war. Ich weiß, dass der Rotschopf natürlich irgendwie ein Köhler ist, aber ich weiß nicht, wo der Rotschopf wohnt oder wo der Rotschopf war. Von daher bringt uns das alles auch nicht wirklich viel. Ich suche jetzt tatsächlich noch nach einem Lager, irgendwo in der Nähe vom Fluss.
Was ist das hier? Ein Aktivitätengeber, den können wir im Moment nicht brauchen. Hier zum Beispiel, da hätten wir noch ein Lager, das wäre in der Nähe von Ledechko. Da düsen wir mal hin. So, wieder einmal quer über die Map. Wenigstens sind wir, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, wenn wir in der Nähe von Ledechko sind oder wenn wir in wir kommen gerade aus Ledechko, ich äumel. Moment, und wo wollte ich jetzt hin? Nach hier oben. Ist das richtig? Nee, ich wollte nach da. So, dann markieren wir das mal. So, schnappen uns Burak und reiten mal nach da hinten. So, bestens. Wie schnell man doch vergessen kann, wo man gerade war. Ja. Sehen wir auch erstaunlich. Und schön hell ist es eigentlich noch dafür. Es ist halt Vollmond, so wie es aussieht. Hatten wir hier auch gerade. Da schlafe ich immer sehr, sehr schlecht. Ich, der sonst eigentlich sehr, sehr gut schläft, aber diesen ollen Vollmond, den merke ich tatsächlich auch ab und an. So, immer schön der Markierung nach da oben. Nordwesten, Westen oder Westen, Nordwesten. Müssen wir jetzt noch in den Wald rein oder sind die schon hier? Werden wir nochmal kurz die Map konsultieren. Ja, müssen wir ein bisschen durch den Wald durch. Wir könnten auch außen rum. Wäre wahrscheinlich fast cleverer. Dann bleiben wir wenigstens nicht irgendwo hängen. So, und mittendurch stick ich durch mit dem armen Pferdchen. Okay, jetzt hier einfach links und dann müssten wir da eigentlich auch hinkommen. Hm, ob das Köhler sind, ich weiß es nicht. Sonst, wie gesagt, machen wir es anders. Aber da muss ich Jagdgebiet drehen. Da muss ich wahrscheinlich tatsächlich, ja, jetzt müssen wir in die Richtung. Nochmal einen alten Spielstand hervorkramen, wo er eben auch bereit ist, da der Scharlatan, dass er uns dieses Rezept verkauft. Gegen Geld. Ich weiß nicht, ob er das jetzt noch macht. Jetzt hat er im Prinzip diese ganzen komischen Quests für uns. Mein Gott, wo reite ich denn hin? Wo ist denn das Lager? Ich gucke aber auch nicht mehr. Ach, da oben. Okay, vor lauter Labern. Ja. So, einfach der Markierung nach. Kann doch nicht so schwierig sein. Komm, Burak, das schaffen wir. Hier ist eh ein Pfad. Wir folgen mal dem Pfad. Oh, das ist aber ein eng geschlungener Pfad. Da knallt man mit dem Kopf wieder gegen... Boing. Gegen Bäume. Und jetzt haben wir zum zweiten Mal das Jagdgebiet entdeckt. Das freut nicht nur mich, das freut natürlich auch Burak. So, und jetzt machen wir genau das, was ich eben nicht wollte. Nämlich hier durch den Wald durch. Und da haben wir voll die fetten Klippen. Das kann es irgendwie auch nicht sein. Da müssen wir ja auch nicht runter. So, jetzt einmal hier rumschlängeln. Und jetzt müsste hier vorne... Ja, das Lager sein. So, habt ihr? Nein, ihr habt auch nicht. Sehe ich hier einen Köhler? Nein. Ja, blöd. Zack, okay. Hier ist auch nichts. Definitiv nicht. Vielleicht ein bisschen weiter hier unten noch. Nee, das sind nur die kaputten Bäume. Okay, dann machen wir Folgendes. Ja, wir düsen zurück nach Ledechko. Machen wir wieder mit Schnellreise. Und gucken mal, ob wir irgendwie mit dem Scharlatan aushandeln können, dass wir eben das Ganze bezahlen. Ach, wir haben natürlich das Geld nicht. Moment, dann ist das eigentlich falsch. Weil wir müssen tatsächlich zuerst... Wir müssen zuerst das Geld haben, um zu sehen, ob er uns dann vielleicht anbietet, dass er uns das verkauft. Das heißt, wir müssen zuerst nach Pribislavice. Ja, und da zur Kiste. Gut, dann machen wir das mal. Jetzt sind wir in Ledechko, das ist schön. Wo zum Teufel bist du aufgewachsen? Was? Ja! Ja, das ist, Entschuldigung, ich kann auch nichts dafür, wenn wir mitten in dir drin spawnen. Ich habe das nicht programmiert, Kollege. So, gut, wir düsen. Wo haben wir es denn? Ey, das ist aber ordentlich weit weg. Zack, darauf. Und jetzt mal gucken. Werden wir vielleicht doch mal wieder überfallen? Hatten wir jetzt schon ewig lange nicht mehr. Weil, ich meine, es gibt halt zwei Möglichkeiten, diese Quest im Prinzip zu machen mit diesem Elixier, beziehungsweise dem Rezept. Eben, wenn man bezahlt, dann muss man, glaube ich, einfach am Anfang genug Geld haben, damit einem das anbietet. Sonst hat man eben nur dieses, das ist zu viel, das ist zu wenig und muss den Umweg gehen hier über diese vielen kleinen Sachen, die man machen muss. Kann ja auch Spaß machen, mir ist das ein bisschen zu mühsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bezahle ich lieber und fahre in der Hauptquest fort. Und deswegen machen wir das jetzt auch. Jetzt ist wieder Tag, Energie 89, das passt. Wir haben einmal durchgemacht, weit geritten und das bis jetzt ohne... Aha, ich wollte gerade sagen, bis jetzt ohne Überfall. Jetzt hätten wir da einen. Jetzt hoffe ich nur, dass nicht wieder 10.000 wilde Kuman kommen. Oh, apropos wilde Kuman, und ich bräuchte mal noch unser Schild. Das haben wir ja nämlich auch nicht am Manne gehabt. Okay, das ist zumindest im Moment nur einer. Aber ich höre doch noch einen. Wo geht er hin? Haut er ab? Was ist denn jetzt kaputt? Kollege? Ach, schau an.
Ja, locken. Und einmal ins Gesicht rein. Aber ich glaube, hier ist noch irgendeiner, der mit Pfeilen rumschießt, so wie es geklungen hat vorher. Ich habe schon so lange nicht mehr gekämpft. Das ist ein Elend. Na, come on. Oh, wir stehen aber auch sowas von schlecht. Moment, da müssen wir ein bisschen an Höhe gewinnen. Hallo, Burak. Ja, der kann es halt definitiv auch, der Kollege. Oh. Irgendwie schenkt er uns gehörig ein. Das ist ein bisschen doof. Anders kann ich es nicht sagen. So, ich laufe mal nochmal weg. Oh. Aber wir haben doch eigentlich die Rüstung. Sind das irgendwie doch zwei? Das ist doch eigentlich nur einer. Wisst ihr was? Flucht. Weil es hilft nichts. Wenn ich jetzt rechtzeitig hier hinkomme, was ich schaffe, dann hauen wir ab, weil das bringt ja nichts. Das überleben wir nicht. Wo wollten wir eigentlich hin? Zu den Köhlern. Mein Gott, jetzt sind wir halb tot. Ich weiß nicht, was ich jetzt wieder falsch gemacht habe. Eigentlich haben wir die Sachen repariert gehabt. Also das hätte eigentlich klappen müssen. So, mal Schwert wegstecken. Brauchen wir nicht mehr. Aber es hat definitiv nicht geklappt. Naja, gut. Irgendwie vielleicht müsste ich das Kämpfen nochmal ein bisschen üben. Das ist halt nun doch auch schon wieder, ja, sicherlich 2-3 Monate her, seit ich so richtig gekämpft habe hier mit Kollege Heinrich. Wir gehen mal nochmal querfeld ein. Und offensichtlich, oh, müssen wir unsere Wunden, Moment. Haben wir irgendwo verbannt? Wir haben. Wenn wir den benutzen, beim Kopf, oh, aua. Okay, weil sonst irgendwann fahren wir natürlich tot vom Pferd. Haben wir sonst noch irgendwie was, was uns irgendwie heilt? Lockert die Zunge. Pupillen brauchen wir alles nicht. Schützentrunk brauchen wir auch nicht. Schnaps. Ja, macht einen dicken Kopf. Können wir auch nicht brauchen. Ringelblumen. Ah, leichte Wunden oder die Auswirkungen eines Katars. Werden wir mal anwenden. Moment. Jetzt. Ach, da haben wir gleich mehrere von. Und wie sieht's aus? Ja, eigentlich, ja, praktisch tot. Es pumpt schon gewaltig. Aber jetzt müssen wir hier eigentlich wieder in die Gänge kommen. Weil das ist ja auch kein schönes Bild hier mit diesem Rot. Wo doch gerade so eine schöne Nacht ist. Ah, jetzt haben wir noch eine Höhle entdeckt. Ja, das sind schon wieder Kumanen. Schnell weg! Burak, nimm deine Beine in die Hand. Deine Hufen in die Hand. So, was wollte ich denn? Ach nein, wir waren ja eigentlich mit der Schnellreise unterwegs. Ach, dieses Kurzzeitgedächtnis. Los, lass mich hier durch. Geht nicht, jetzt hängen wir fest. Jetzt haben wir zwar kein Blut mehr vor dem Gesicht. Ja, okay, so geht's auch, weil jetzt machen wir das nämlich einmal folgendermaßen. Weil wenn wir sowieso nur Schnellreise machen wollen, gehe ich mal hier an die frische Luft. Ach, ich komme hier auch nicht durch. Irgendwas ist hier im Weg. So, komme ich hier lang. Geht auch nicht. Irgendwie muss man doch nicht herauskommen. Kann mir doch keiner erzählen. Geht nicht. Zack. Hm. Tja, Burak, wo hast du mich hier hingeführt? Jetzt geht's. So, hier noch einmal über den Tümpel rüber. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Echt jetzt? Man lasse mich hier raus. Aber man sieht schon, wie, jetzt geht's. Wie, die Gesundheit wieder regeneriert. So. Also, wir waren auf der Schnellreise. Und zwar nach Pribislavitz. Dann gehen wir das doch nochmal an. Ich muss irgendwie echt nochmal gucken, was mit unserer Rüstung ist. Wir haben alles repariert gehabt. Und trotzdem, 3-4 Schläge von diesem Kuman und war schon wieder bald alles vorbei. Nicht nochmal ein Überfall, wir brauchen jetzt das Geld. Ne, den lassen wir weg. Wenn jetzt nochmal einer kommt, kann ich den nicht mehr skippen. Dann Halleluja. Weil wir müssten erstmal, wobei da unten sieht man Gesundheit 93, also wir sind jetzt auf der Reise eigentlich wieder genesen. Das passt perfekt. So, Burak ist hinterhergekommen. Wie das, Hallöchen Leute, wie das so ein treues Pferdchen halt macht. Und wir holen uns jetzt hier oben genug Geld, damit wir, was natürlich auch cool ist, wenn ich jetzt den ganzen Weg gemacht habe, hier hoch, um Geld zu holen, damit wir den Charlatan ja nicht bestechen können, sondern dass wir das Rezept abkaufen können, dann funktioniert das nicht. Da muss ich einen alten Spielstand laden, wo wir diese Quest noch nicht getriggert haben. Und dann muss ich wieder hier hoch, weil da haben wir nämlich auch kein Geld gehabt. Naja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass der drauf einsteigt. Hier ist nichts los. Hier ist los, dass wir gerne die Groschen hier hätten. 12.000 haben wir. Heiliges bisschen. Wir brauchen 4. Das heißt, wir nehmen mal 5, dann reicht das dicke. Ist ja unser Geld, also da kann keiner reklamieren. So, und jetzt düsen wir natürlich wieder zurück. Nach hier unten. Zack.
und hoffen, dass wir nicht überfallen werden. Einmal mehr, jetzt habe ich halt nicht wegen der Rüstung geguckt, aber das müsste eigentlich schon gehen. Ist ja eine neue Reise, da müsste ich eigentlich einmal wieder die Überfälle skippen können. Ja, geht. Aber das war jetzt wieder unser Joker. Na, jetzt nochmal auf Diebesgesindel treffen. Dann werden wir kämpfen müssen. Und hier ist dann nochmal Wald. Mit fiesen Spitzkehren. Das kann gut sein. Ach nee, das wird jetzt schon gut gehen. So, einmal durch mehr Heu durch. Oder mehr Heu jetzt. Ja, da muss er nochmal schnell gucken, wo es lang geht. Und haben wir jetzt nochmal Wald hier unten? Zählt das als Wald? Oh, an der Kreuzung. Doch, konnte ich auch skippen. Ich glaube, man muss aber im rechten Moment drücken. Ist, glaube ich, eher so. Nicht, dass da irgendwie das, wenn man einmal gedrückt hat, dass beim zweiten Mal dann der Überfall stattfindet. Den habe ich ja jetzt problemlos weggekriegt. Oder das Spiel hat Mitleid, weil es gemerkt hat, der Typ kann nicht mehr kämpfen. Das kann natürlich auch sein. Ist es nachts? Nein, aber es regnet. Energie 83, Sattheit 74. Passt. So, jetzt bin ich gespannt, was ich machen muss. Kriege ich dich jetzt irgendwie rum, dass wir doch noch handeln? Trägt der Spuk? Der Trank? Okay, das ist die Frage, ob irgendwas schon gewirkt hat von dem, was wir gemacht haben. Und das wäre die Frage zur nächsten Quest. Handeln wird nicht viel bringen. Ich mach mal den nochmal. Was das Rezept betrifft. Ja, willst du es kaufen? Aha. Okay. Machen wir gerne für 2000. Ja, ich brauche es dringend. Ich verstehe. Ich bin mir sicher, du wirst mehr als zufrieden sein. Es ist nicht für mich. Gott sei Dank. Weggegeben 2000 Groschen. Sehr gut. Den Rest haben wir. Übung brauchen wir gerade nicht. Lebe wohl. Lebe auch wohl. Ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwann mal wieder. Und jetzt haben wir das Rezept. Was machen wir jetzt mit dem Rezept? Ich ahne es. Wir werden das Zeug selber brauen müssen. Oder bringen wir dem Hans das Rezept? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Da. Das Rezept für den Duft. Moment. Nein, das wollte ich doch nicht in die Satteltasche tun. Definitiv nicht. Wo habe ich jetzt hingeballert? Na, Kollege, Rezept. Da, Rezept für Duft. Wieder ins Inventar. Jetzt machen wir so lange hier rum, bis das so backt, dass wir das los sind. So, das Rezept für den Duft der Unwahrscheinlichkeit. Den Trank, mit dessen Hilfe Herr Hans noch mehr Eindruck schinden will, als er ohnehin schon tut. Für mich wäre das nichts. Ich brauche keine Horde Verehrerinnen, die mir auf Schritt und Tritt folgt, wenn ich gerade heimlich, still und leise etwas erledigen muss. Okay, und wie finde ich jetzt hier raus, wie, was, wo? Brauche den Trank, das sind die anderen Quests. Ja nun, dass ich ihn für den Duft und Unwiderstehlichkeit von einem bestimmten Scharlatan beschaffe, besser gesagt von einem bestimmten Medikus. Herr Hans glaubt, dass er damit bei der holden Carolina garantiert Erfolg haben wird. Machen wir schnell hier. Und jetzt E wäre lesen. Du hast ein neues Rezept entdeckt, Duft der Unwiderstehlichkeit. Okay, und wo ist jetzt hier lesen? Nein, das ist nicht lesen. Wo ist jetzt das Ding hingekommen? Wo habe ich das jetzt? Nein! Was habe ich denn jetzt angestellt? Moment. Wo habe ich denn jetzt das hingebeamt? Ich habe doch gar noch gesagt, ich mache so lange, bis das irgendwie weg spawnt. Das gibt's doch nicht. Irgendwie? Beschaffe dir den Duft. Okay, und was ist jetzt mit diesem Teil? Nochmal Inventar, sonstiges. Die Spesen des Herkules, die bringen uns gerade nicht weiter. Wo ist das jetzt hingekommen? Habe ich sie da in die Satteltasche getan? Nicht im Ernst. Moment. Das wäre ja noch schöner. Würde mich ja irgendwie nicht wundern. Es würde mich sogar freuen, weil dann hätte ich es wieder gefunden. Das olle Rezept. Na, Brot, Met. Grundlagen, bla bla bla. Das ist hier auch nicht mehr. Okay. Habe ich es weggeschmissen? Habe ich es dir zurückgegeben? Come on, wo ist jetzt dieses Rezept hingekommen? Man hat nichts als Ärger mit diesen Rezepten. Oder was muss ich jetzt hier machen? Beschaffe für den Herrn und so weiter, ist klar. Ich frage ihn mal nochmal. Hast du Hilfe? Ich habe das Rezept verloren. Mythen? Ne, der hat irgendwie genau nichts.
Schatzkarte. Nee, das bringt nichts, Wo ist jetzt dieses Rezept hingekommen? Nochmal? Ja, nicht, dass ich jetzt irgendwie doch wieder laden muss. Neu. Weil ich hier was verdattelt habe. Also, ich gucke nochmal in Ruhe. Hier mal Q weg, damit ich besser sehe, was ich hier mache. Rezept. Wäre bei R wie Röhren. Rindfleisch, Ringel, Roter. Sächsische. Ist nicht mehr dabei. Gibt's doch nicht. Habe ich es jetzt tatsächlich geschafft, dass ich das Ding weggespawnt habe? Oder muss ich jetzt... Nee, dann würde es doch hier stehen. Nochmal Questlog. Beschaffe für Herrn Hans. Sollen wir jetzt zu Herrn Hans? Hier mal gucken. Moment, das muss ich natürlich zuerst mal markieren. Jawohl, dann werden wir das hier abmarkieren. Das hier anmarkieren. Was ist das hier? Beschaffe für den Herrn Dorn. Das ist immer noch er hier. Wir haben es doch beschafft. Bastien, was? Wir backen im Tempel von Jerusalem. Ich brauche mein Rezept. Ich möchte nicht ihn beklauen. Hier liegt's doch auch nicht. Ach, komm on, Spiel. Sorgen mit Magengeschwüren? Kauft meine Tränke aus weg. Magischen Kräutern. Ja, ist es weg. Also, oder sag mal, wisst ihr, wo es hingekommen ist? Ich glaube, ich muss tatsächlich nochmal kurz den anderen Spielstand laden. Ich gucke jetzt alles durch hier. Codex-Karte, das bringt gar nichts, ist klar. Questlog, Pferd. Nochmal kurz beim Pferdchen gucken. Irgendwie kam, dass wir ein neues Rezept bekommen hätten. Oder sogar, was stand denn da genau? Dass ich ein neues Rezept gelernt habe. Das wäre ja auch schön. Jetzt müsste ich doch aber irgendwie eine Möglichkeit haben, dass ich das auch ausnütze. Ich weiß noch nicht wie. Wo ist denn mein Wissen? Mein Wissen ist... Fertigkeiten. Reparieren, bla 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 bla. Nein. Bei den Werten haben wir hier nochmal was Neues. Beziehungsweise, ne, die Vitalität, das ist das mit dem Plus-Minus sozusagen. Ja, bringt alles nichts. Was machen wir denn jetzt? Und dieses Rezept, das wird nicht funktionieren. Ja, wisst ihr was, liebe Freunde? Wir machen folgendes. Ich werde das jetzt halt nochmal hier hinspielen. Und dann irgendwie gucken, dass ich das anders mache. Oder jetzt habe ich irgendwas falsch verstanden. Ich weiß nicht, auf alle Fälle. Ihr seht ja, das Rezept ist weg. Und als Questdingens steht ja nur, dass wir hier zum Scharlatan gehen. So, schweig, ich rede gerade. Also, ich spiele das nochmal hier hin und dann sehen wir uns morgen wieder hier. Danke fürs Zusehen. War ein bisschen eine komische Folge. Aber ich glaube, ich kann nichts dafür, wenn irgendwie dieses Rezept abhaut. Ich habe ja noch gesagt, vor lauter vom Pferd in mein Inventar zurücktun und wieder zurück, bis das Ding weg ist. Ja, und jetzt ist es weg. Okay, gut. Hoffe, hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Ich fand's cool. Danke fürs Zusehen. Bis denn. Tschüss. Oder jung.